Urlaubszeit, ich bin Uwe von T&T Tesla und das ist Arnie von T&T Tesla. Genau, moin, wir sind auf dem Weg in den Urlaub, wir haben jetzt genug gearbeitet, es ist Juni, Ende Juni, Anfang Juli, wir sind 2 Wochen unterwegs und zwar fahren wir schön nach Polen. Wir wollen unbedingt mal nach Polen, nach Breslau, nach Krakau, nach Auschwitz, nach Danzig, Masuren, das gucken wir uns mal an und natürlich mit dem Tesla. Wir sind gestern in Lübeck losgefahren mit 100%, kamen mit über 20% noch in Berlin an, haben bei Freunden übernachtet, waren noch am Wannsee baden, deswegen hängt da hinten auch noch ein Handtuch und machen uns jetzt hier wirklich eine schöne Zeit und ihr seid natürlich wie immer dabei. Genau, wir sind in Urlaubsstimmung und nehmen euch mit zu einer, denken wir, schönen Reise mit vielen schönen landschaftlichen Eindrücken und tollen Städten und tollen Dörfern und tollen Essen und alles, was es Tolles im Urlaub in den Ferien zu tun gibt. Ich hoffe, ihr habt auch einen tollen Ferienstart. Wir haben das auf jeden Fall. Bis dann! Okay, so gestern, wie gesagt, mit 100% losgefahren in Lübeck. Dann sind wir angekommen in Berlin mit 20%, konnten bei unseren Freunden übernachten und auch dort laden. Sind heute vollgeladen, morgens um 7:30 losgefahren auf den Weg nach Breslau, das heißt ja Wrocław, und sollen dort ankommen nach 339 Kilometern. Mit mittlerweile 12%, also alles gut, ganz entspannt. Reisegeschwindigkeit 150 oder drunter. Und es ist warm draußen, der Akkuverbrauch ist gering. Das ist das Schöne. Und wir streifen nochmal vor Breslau einen Supercharger, der heißt Kostomloty Poland. Und von da aus werden wir uns nochmal wieder melden. So, wir sind jetzt in Forst, wir sind in Polen angekommen. Erste Tankstelle hinter der Grenze. Wir haben natürlich nicht zum Tanken, sondern zum einfach mal gucken. Und jetzt geht es gleich weiter nach Breslau. Ja, das ist mal hier mit Grund eine Wackelkamera, weil jetzt hier direkt hinter der Grenze in Forst nach Polen ist die Straße so schlecht. Man kann hier nur 70 fahren. Das ist wirklich unglaublich. Und das ungefähr 20 Kilometer. Ich hoffe, dass die schon irgendwann besser wird, oder? Das hoffen wir sehr. Das geht gar nicht. Unglaublich. Wir sind angekommen in Breslau. Wir haben uns das Laden am Supercharger einfach gespart, weil wir hier in Breslau in einem Hotel unterkommen, wo ein Destination Charger ist. Und der hat uns gelangt. Wir kommen hier mit 19% oder 18% an, direkt aus Berlin. Wir sind jetzt auf diesem Trip seit dem letzten Laden 334 Kilometer gefahren und haben nur einen Wattstundenverbrauch von 185. Also alles gut. Alles gut. Okay, Art Hotel in Breslau. Hier ganz eng, aber Destination Charger. Und das ist natürlich super. Da brauchen wir uns um nichts kümmern. Übernachtung kostet 80 Euro im Doppelzimmer plus 15 Euro fürs Parken hier und Laden. Hier findest du sowieso keinen Parkplatz in Breslau in der Altstadt. Also super Lösung, oder? Ah, nee, ist doch voll eng hier, ne? Genau. Hier mussten wir durch. Ups, da hoch, da runter. Hallo! So, jetzt sind wir hier in Breslau angekommen und sind jetzt hier kurz vom Marktplatz und überall sieht man diese kleinen Zwerge hier. Die sieht man überall verteilt in der Stadt. Das ist zurückzuführen auf eine Opposition aus den 80er Jahren, die hieß Orange Alternative. Da wurde einfach damit gegen das kommunistische Regime in Polen protestiert und die sind mittlerweile zur Touristenattraktion geworden. Cool, ne? Genau. Breslau ist eine Studentenstadt und überall sieht man mal so einen Musiker. Da hinten sitzt einer und der spielt ganz anständig Klavier. Das ist der Marktplatz, der berühmte Marktplatz in Breslau. Wir haben, wie ihr seht, Bombenwetter und ja, wir sind glücklich.
Guten Morgen, Tag 2 unserer Tour in Polen. Wir sind jetzt hier in Breslau, fahren hier gerade schön früh morgens um 9.30 Uhr, hier ist Totentanz, durch die Gegend, nehmen Landstraßen und wollen jetzt weiter. Genau, weiter geht es nach Krakau und wie Uwe schon sagte, nehmen wir hier so einen kleinen Weg, der direkt an der Oder lang geht. Wir wollen vermeiden, größere Straßen zu benutzen und ich glaube, das wird echt schön. Ja, wir haben jetzt schon 30 Grad, es ist morgens um, wie ich schon sagte, 9.30 Uhr. Also, ihr seid dabei, bis bald. Ciao. Ja, wir hatten ein schönes Hotel hier in Breslau, habe ich ja vorhin gezeigt. Auto ist auf 100% geladen und deswegen machen wir uns jetzt gar keine Sorgen. Wir haben eh eine Reichweite von 400 Kilometern, wenn wir langsam fahren. Und nach Krakau sind es nur 250 gewesen, also alles gut. Und in Krakau haben wir auch ein Hotel mit sehr vielen Ladestationen. Und da können wir dann auch wieder vollladen und haben also überhaupt keine Sorgen, dass wir irgendwie unterwegs irgendein Problem bekommen können. Wir sind hier jetzt in Oppeln auf dem Weg nach Krakau über Landstraßen. Wunderschön, habt ihr ja eben gesehen. Dies ist so ein kleiner Ort, der heißt jetzt Opola, hieß früher Oppeln. Und das nennt man so, was hast du gelesen? Das Venedig des Polen? Von Polen, ja, das polnische Venedig. Hier gibt es so ganz viele Brücken und so weiter. Und da sieht man eine. Hier ist ein schöner Park. Alles natürlich alt. Das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen an. Tut so gut bei 32 Grad. Willkommen beim östlichsten europäischen Supercharger in Katowice. Wir beobachten den schon seit wir in Breslau losgefahren sind und es waren die ganze Zeit immer drei Plätze belegt. Einer ist frei. Wie ist das wohl? Hier sitzt kaum jemand da. Ich denke mal, die stehen hier schon immer die Autos und die Leute gehen einfach einkaufen. Heute ist Sonntag und holen das Auto ab. Irgendwann mal. Ich kriege sofort volle Ladung. Das heißt, meine Nachbarn, die sich mit mir die Stalls teilen, haben auch schon genug. Das ist nicht so die schöne Ladeetikette. Da kommt nämlich schon der nächste Tesla in grün. Wunderschönes Auto, finde ich cool. Aber die Stalls sind jetzt erstmal voll. Und wir halten hier eigentlich auch nur an, um euch das einmal zu zeigen, weil wir hätten auch bis Krakau durchfahren können, um dort dann im Hotel zu laden. Aber manchmal muss man ja auch aufs Klo, oder? Okay, small interview in English now, in my actual movie. You are? I'm Derek. I'm Derek, and you are Derek. Hi, you have a 90D here in titanium. Very nice car. Yeah, that's right. And thank you. This is the most east supercharger in Europe, right? East, you mean? Yeah. Yes, that's true. In Poland, you mean? Yeah. In Poland and Europe, and yes, I was trying already the second supercharger in Poland. Yes. Up to the north. Yes. And it's working properly. Yeah. This one also working properly, yeah. And now we are on the way to Berlin. Oh, nice! We're from Hamburg. You're and from. We go via Berlin, and we stay the night in Breslau,
There's another supercharger next to Breslau, Wroclaw. And yeah, we want to go to Krakow now and then up north to Danzig. Oh, yeah, so lovely trip. We do a round trip here in Poland. Yes. So you, and you have, how long do you have this Tesla? Already 1 month. 1 month? Yes. Oh, welcome. But I was preparing for this several years. I was driving the smart ED for 5 years already in town. Yes. So now we switched, we sold the Mercedes and we go for Tesla. Yeah, same as we do. Yes. So you like it and you appreciate it. Love it. Love it. Today we are, I'm driving with my daughter, so yes, we are going to have a nice trip. And you, how about you? Where you? Oh, I do. We do a lot of round trips in Europe with the Tesla, no problem. So every hotel has somewhere a plug-in, somewhere in a garage. I don't bother. We don't even think about the superchargers in this area, because if we find a hotel, they have a plug somewhere. Yes, this is true. And they help you. This so is true. That's great. In Poland, we have already more than 200 stations around the country. Greenway, right? Yes. Yes. And all the others, you can use the cards like this. Maybe this can help all of you. So this is the Energa up to the north. Yeah. You can charge it for free. Okay. But you need to order it. Yes. And this is for free. Okay. And of course Greenway is the one you need to pay for. Yeah. But it's very useful and very fast. Yeah. So it's perfect. So you use the Shademo, right? Yes, but they have three different connections. Yeah, CCS, yes. Type 2 and Shademo. Yes, you right, can use German it. Triple charger. Yes. Yeah, right. Yes, I tried to get a connection to Greenway and all that stuff, but it's all in Polish. So. Yes, this is true, but I can give you the telephone number, direct telephone number, so you can spread it. Yeah. I will do it. Thank you. It's under the video. Yes, lovely. Okay, lovely. Yeah, enjoy. Your wonderful car. Is it a P? No, it's not a P. It's just a P spoiler on it, right? Yes. This is just 90D. Just 90D, 430 kilometers range, and yes. And then we love it, of course. Yeah. Same with me. Yes. It's a 90D too. Okay. Thank you very much, Derek. Thank you. Have a good time. I can't give you my hand because I have here my lunch. This is perfect. Very healthy lunch. I think you see this, right? It's a Snickers and a. It's greetings. Greetings to everyone. Yes. Absolutely everyone. Even if you do not own Tesla, so just think of it. Think about it. Yeah, yeah. You won't regret. Yeah. That's okay. True. Thank you. Thank Have you. A good time. Bye bye. Tschüss. Bye. Bye. Ja, man kommt hier nicht zur Ruhe. Wir sind die Herrschaften aus der Ukraine. Wir haben einen Instagram-Channel, Lasiea. Müsst ihr mal gucken. Ich werde das nochmal zeigen. Nochmal einmal. Show me please up again. Da ist es. Könnt ihr da sehen? Lasiea. Müsst ihr mal gucken. Wir fahren jetzt von der Ukraine nach Österreich, von Österreich nach Frankreich und from France back to Italien, Kroatien, Montenegro, Tschechoslowakei, Tschechei heißt es ja jetzt. Oh, very smart. Your first Tesla? Yes. And you like it? Very. You like a Tesla too? Is it good? Yes. Look at the shirt. Oh, bad boy. And you told me before that you have no support. Bye. Bye. See you. Yeah, you have no support in Ukraine. No. We have local services that can help us if we have some questions, but no official. The closest one in Austria in Graz. Graz, right. Yes. It's the first service center. Yes. Right. That's right. No, but their car is from the US. So they're not getting support in Austria or in Germany. No. That's, they don't want to and they don't will. Yeah. Because it's a US car. So you have to, you can charge the US car here on this charger. That's possible. Yes, we changed our charger in Ukraine. Guys changed the charger for European one. And now we can charge. Yeah. We had several customers who had the same problem. And maybe in Germany or in some East or West European countries, they can cut your service. So be prepared that they maybe cut your service, because this is not a car under
warranty and under service. So maybe you have a Shademo adapter? Yes. Shademo? Yeah. I have. Okay, that will help. Okay. And okay. Manicus cable. Yeah, Manicus cable is great. Right. Oh, yes. Yeah. Right. We have more than 1,500 Teslas in Ukraine. Oh, really? Oh, nice. Wow. That's we live in Kyiv, it's really a lot of Teslas there. Okay. Yeah, smart people. They are, and it's so unusual because you don't have a Tesla store, you don't have supercharge, you have nothing. And so most of them are from the USA. Yeah. Because we've been on the Tesla's Model Y presentation, and we saw many people from the Ukraine, and they just spoke to Elon Musk that they need chargers and all these things. So yeah, I will try. So maybe you will make it someday. Some days, yeah. Das hier ist ein Designhotel, INX heißt das. Und die haben hier Charger, einmal zwei Destination Charger. Und hier ist noch einmal für alle anderen was da unten. Da haben wir nochmal, ich glaube das sind 16er, ne? 16er und Campingdosen. Und das ist natürlich cool, das haben wir natürlich gewählt. Nämlich von hier aus machen wir ein paar Rundtouren und können dann hier für jeweils immer mit dem vollen Akku starten. Ja. Der General Electric hat das heute wieder hervorragend gemacht, ohne Probleme, und es sind 38 Grad. Der Wattstundenverbrauch auf unserer gesamten Tour, das sind jetzt 1050 Kilometer, ist 194 Wattstunden pro Kilometer. So sitzen wir jeden Abend hier irgendwie in der Bar, trinken so ein schönes Bierchen und planen einfach mit unserem Reiseführer Polen und PlugShare und A Better Route Planner, wie wir am besten weiterkommen. Arni guckt dann immer in den Hotels. Genau. Bei booking.com. Genau. Richtig? Ja. Also ich gucke vorher bei Tesla, welche Hotels haben Destination Charger. Und daran orientiere ich mich ein bisschen. Wenn ich da nichts finde, dann wird nochmal weitergeguckt. Aber ich gucke mir in erster Linie an, wo die Tesla Hotels sind. Genau, und irgendwie gibt es immer eine Lösung, ne? Genau. Guten Morgen, wir sind jetzt in Krakau und machen uns gerade auf den Weg nach Auschwitz zum Konzentrationslager, um uns das mal anzuschauen. Ich habe den Akku gestern auf 90% gestellt, so dass er abends schon voll war. Und heute Morgen, eine Stunde bevor wir losgefahren sind, habe ich ihn auf 100% gestellt. Und so sind wir jetzt mit 98% losgefahren und brauchen 70 Kilometer. Hier ist Krakau und da ist Auschwitz. Da fahren wir jetzt hin. Soll eine Stunde 10 dauern, warum, weiß ich nicht. Aber schauen wir mal. Und von dort aus werden wir dann wieder berichten. Genau, bis dann. Wir haben warme 28 Grad bereits heute Morgen um 8.30 Uhr. 8.45 Uhr ist es. Und es soll heute noch richtig, richtig warm werden. Aber auch hier diesmal halten wir wieder durch. Bis dann. Okay, wir sind jetzt in Auschwitz und es ist für mich so ein bisschen bedrückend. So, dass ich eigentlich gar nicht viel darüber erzählen möchte. Wir sind noch nicht mal angefangen und mir kommen schon die Tränen. Naja, so ist das eben, ne? Aber so sieht das hier aus. Da vorne steht das, könnt ihr das sehen, Arbeit macht frei. Wahrscheinlich schwer zu erkennen gerade.
Naja, wir machen mal die Tour und dann erzählen wir hinterher nochmal. Wie viele Stunden waren wir jetzt hier? Wir waren jetzt 3,5 Stunden hier, haben uns viel angesehen und haben viele, viele Eindrücke gewonnen. Es gab so viele Momente irgendwie, in denen man wirklich echt unglaublich traurig und. Bei mir fing es an mit Beklemmung, genau, Beklemmung, dann Traurigkeit und dann Wut, dass es überhaupt hier möglich gewesen ist. Auschwitz-Birkenau, hier wurden 1,3 Millionen Menschen getötet. Und am 25. Januar 1945 wurde das Lager von den Russen befreit und schon 1947 wurde das hier zum Museum umgebaut. Wirklich, ich kann euch allen nur empfehlen, guckt euch das mal an. Es ist Teil deutscher Geschichte und man kann sich das einfach nicht vorstellen. Jetzt ist hier alles still, es ist sozusagen alles leer, aber hier waren früher Hunderttausende von Leuten. Ja, du kannst, also es ist, was ich so unglaublich finde, es ist egal, wo du dich bewegst, egal welchen Schritt du tust, du kannst dir sicher sein, dass genau an dieser Stelle irgendwas ganz Grausames passiert ist. Jemand ist geschlagen worden, jemand ist verstorben. Ja. Und das macht es auch so schwer, finde ich. Und einer der meiner wirklich der schlimmsten Momente, den ich hier hatte, war der, als wir an diesen Reihen von Schuhen vorbeigegangen sind, die aufgestapelt sind und davon zeigten, jeder Schuh gehörte zu irgendeinem Mensch, genau. Zu irgendeinem Fuß. Das fand ich sehr. Wir haben tatsächlich alles verwertet hier. Ne? Aber das sind zu viele Details. Guckt euch das einfach mal an. Ja, der General lädt hier genüsslich am Destination Charger. Es ist der vierte Tag nach gestern, dem Besuch von Auschwitz. Wollen wir heute uns mal die Altstadt von Krakau angucken. Genau. Die soll nämlich wunderschön sein. Wir sind hier unten. Hier. Genau. Und hier fahren wir jetzt mit der Bahn. Da steht sie. Fahren wir jetzt mit der S-Bahn in die Altstadt. Ja. Und gucken uns das an. Und angenehm ist heute, dass es nicht so heiß ist. Wir haben nur 24 Grad und mal schauen, was der Tag noch so bringt. Genau. Ich habe den General gestern hier angestöpselt auf 90% reguliert, habe ihn dann in den Sentry-Mode genommen, damit, falls hier jemand ums Auto rumschleicht, dass das angeht. Das hat 2% gekostet tatsächlich, so dass ich heute Morgen nur noch 88% hatte. Aber jetzt nuckelt er sich wieder auf 90 hoch und morgen, bevor wir dann weiterfahren in die Ferne, machen wir wieder 100% voll. Auf geht's, Abfahrt. Ja, das Dumme an so einen Einkaufsstraßen ist, dass Arnie in jedem Laden irgendwie verschwindet und irgendwas kaufen will oder sich angucken will. Kaufen tut sie meistens sowieso nichts. Und dann sitze ich hier. Da freue ich mich, wenn es hier bei Starbucks eine Sitzbank gibt.
Ja, wir haben uns gestern auch nochmal den Film angeguckt, Schindlers Liste, inspiriert durch unseren Besuch in Auschwitz. Und das hier ist Schindlers Fabrik, deutsche Emaille. Das kennt man auch aus dem Film. Hier hat Oskar Schindler angefangen, die Juden zu retten. Für mich bewegend, wirklich. Guten Morgen, 7.29 Uhr, der fünfte Tag unserer Polentour. Heute fahren wir nach Zakopane, das ist in den Bergen in der Hohen Tatra, das kleinste Hochgebirge in Europa. Da fahren wir jetzt gleich hin. Wir haben hier am Destination Charger 100% geladen. Da können Sie das nochmal sehen. Und ja, wir wissen jetzt im Moment nicht, wo es uns hinspült danach, wo wir laden können und so weiter. Aber durch PlugShare, das ist eine ziemlich coole App, finden wir eigentlich bestimmt immer irgendwo irgendwelche Ladestationen. Was ich euch noch kurz zeigen möchte, ist das Ding hier. Wenn ihr das sehen, das wird hier so angeklemmt und da kann man so schön seine Jacke drüber hängen oder sein Sakko. Und das ist natürlich geil, ne? Hier auch übrigens nochmal schön mit der E-Cannonball-Mütze von 2018. Und diese Bügel, die stellt jemand her, der hat mir gesagt, du, wenn du das mal irgendwann mal Zeit hast, kannst du das ja mal vorstellen. Das ist Björn Melches und die Firma heißt amelements.de, also amelements.de. Da könnt ihr mal gucken, ob ihr sowas gebrauchen könnt. Der vertreibt das. Da ist auch schon die Schönheit. Hotel hast du bezahlt? Ja. Ein Glück. Einer muss, ja. Ich verpiss mich meistens immer, wenn das um Bezahlen geht. Ja, dann können wir abklemmen und fahren los, oder? Ich denke ja, ne? Okay. I'm ready. We are ready. Let's go. Ich zeige euch mal, was wir heute so erleben. So, hier mal das Ziel. Hier oben ist Krakau. Hier unten ist Zakopane. Das ist, wie gesagt, ganz im Süden von Polen. Hier unten ist die Slowakei. Das sind 103 Kilometer. Und wir sollen mit 68% ankommen. Es geht natürlich nur bergauf. Klar. Und wir schauen mal, wie weit wir kommen, oder Arni? Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Läuft. Ich sehe nichts, gar nichts. Es ist schwarz. Okay. Okay, sie muss was sehen, um zu filmen. Ich nicht. Aber mein Auto ist dreckig und das geht gar nicht. Deswegen müssen wir hier in Polen einfach mal das Auto waschen. Wir sind hier, da drüben ist ein Chemiker. Hier ist eine Tankstelle, Ladestation. Finden wir hier wirklich gar nicht. Gesehen haben wir öffentliche noch überhaupt nicht. Aber mein Auto ist gleich sauber. Ja, yippie. Hey, wir können mit dem dreckigen Auto nicht fahren. Nein, das ist leider so bei Ofe. Nicht möglich. Es fährt auch irgendwie anders, oder? Ja, ich habe das Gefühl, die fliegen, die bremsen so ein bisschen. Ja, und der das Verbrauch denke ich ist auch. So hoch. Muss, also Wahnsinn. In Zakopane angekommen. Es ist hier ein richtiger Touri-Ort. Das gefällt uns so gar nicht. Wir fahren jetzt mal in den nächsten, der heißt Schokotoff oder so ähnlich. Und wir sind hier mit 74% angekommen, obwohl er uns 68% gesagt hat. Also konnte man hier ein bisschen was rausholen auf der Strecke. Ansonsten ist das hier wirklich sehr, sehr voll. Aber schöne alte Holzhäuser. Da hinten die Berge. Zebrastreifen. Wir auch. Und jetzt fahren wir mal nach Schocholov oder Toff, Schokotoff, eins von beiden. Ne? Vor uns ist ein richtiger Stinker. Ja, vor uns ist einer ein richtig schön eiskalter Diesel-Iveco.
So, das ist hier eine Therme. Da gehen wir jetzt mal rein, ein bisschen schwimmen. Und danach gehen wir ein bisschen wandern. Und das Gute ist, guck mal, Frau Krüger hat wieder ein paar Destination Charger gefunden. Das ist wirklich das Gute, man wird einfach nicht allein gelassen von Tesla oder von diesen Firmen, die die Dinger hier installieren. Super Sache, oder? Wir sind mit 70% hier angekommen, haben immer noch einen durchschnittlichen Verbrauch von 194 Wattstunden. Alles gut. Weil wir wollten eigentlich schwimmen gehen. 11% haben wir hier gesnackt, aber das war so voll da, dass wir uns einfach nur ein... Was hast du getrunken? Wir haben ein Cappuccino und Wasser genommen. Und mir ist aufgefallen, dass wenn hier also... Es kann keine Ladeweile aufkommen, weil man hat auch die Möglichkeit, sich hier ins Fitnessstudio einzubuchen. Man könnte also eine Stunde laden und eine Stunde Sport machen. Wir haben das nicht gemacht. Ich schon. Also ich habe meine Sportsachen dabei, Ofe nicht. Und deswegen, naja, machen wir beim nächsten Mal. Fahren wir weiter, nachdem wir hier in Schokotow waren. Ihr müsst uns das nachsehen. Wir sind keine Polen und manchmal sprechen wir das falsch aus. Es wird bestimmt noch öfter vorkommen in diesem Video und ist auch schon öfter vorgekommen, dass wir es falsch ausgesprochen haben. Wir fahren jetzt nach Debno. I can get no satisfaction. I can get no satisfaction. Das ist ein kleiner Ort mit einer Holzkirche aus dem 15. Jahrhundert. Eines der wertvollsten Denkmäler des UNESCO-Kulturerbes für die Welt. Und das schauen wir uns mal an und fahren hier so ein bisschen so durch die kleinen Dörfer. Und das ist ganz schick hier, ne? Ja, es ist niedlich, muss man echt sagen. Es sind schöne, schöne traditionelle Dörfer und ein bisschen moderne dabei jetzt hier. Und eben war es wirklich sehr alt. Ja, und das gucken wir uns an, das ist toll. Was schön ist in den Bergen ist, dass wenn man bergab fährt, der Wagen die ganze Zeit rekuperiert und dann sieht das so aus. Wir sind also mit 82% vor insgesamt, oh Gott, warte mal, dann gehen wir mal auf Trips. Ja, wir sind jetzt 23,6 Kilometer gefahren mit 1,8 Kilowattstunden. Dementsprechend geht es natürlich auch im Verbrauch hoch, wenn man bergauf fährt. Richtig. Richtige Antwort, 100 Punkte oder ein Küsschen. Ich nehme die Punkte. Okay. Nein! Und da ist sie, die Holzkirche von Debny. Und zwar ist es eines der wertvollsten Baudenkmäler aus dem 15. Jahrhundert in Polen, nicht in der Welt. Aber es ist auf jeden Fall in UNESCO verankert. Sieht cool aus, oder? Aus dem 15. Jahrhundert. And I never gonna stop.
just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. And I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, no. Stop. No, 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 no. So, wir sind jetzt hier im Süden von Polen am Poprad langgefahren, das ist ein Fluss, und haben auf der anderen Seite dieses Flusses, also sozusagen da drüben, da ist die Slowakei. Und so sieht das hier aus. Wir sind in Tarnów angekommen. Wir sind heute gefahren 385 Kilometer und haben nur einen Wattstundenverbrauch von 143. Es sind immer noch über 36% im Akku. Damit würden wir nochmal 200 Kilometer kommen. Also 580 Kilometer wäre heute kein Problem gewesen. Es liegt daran, wir sind in den Bergen gewesen. Wir haben zwischendurch einmal noch geladen. 11%. Und wir sind nur Landstraße gefahren. Ja, angekommen sind wir hier in so einem Ostblock-Hotel vom Allerfeinsten mit Mahagoni drin und Eiche. 70 Euro die Nacht, und fürs Laden zahlen wir pauschal 50 Zloty, das sind ungefähr 11,80 Euro. Dann kann ich vollladen und ich stehe hier direkt, wie man sieht, vor der Tür. Steckdose ist auch direkt vor der Tür. Ja, also heute mal ganz klar ein Roadtrip. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Wenigstens ein bisschen. Und morgen geht es dann weiter Richtung Masuren oder je nachdem, wo wir noch hängen bleiben. Aber jetzt muss ich erstmal mein Bierchen haben. Ich habe nämlich Durst. Ich habe so einen Durst. Eins hatte ich heute Mittag schon, aber das Bier ist hier echt super lecker. Stimmt. Kalt. Ja. Es ist kalt. Kalt, sehr, ja. Sehr kalt. Da, wo sehr wir hin sollen, soll es regnen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, woanders hinzufahren. Und wo, das seht ihr gleich. Ups, guck mal, wo wir sind. Wir sind in Kroatien, in Senz. Und zwar wurde es uns zu kalt. Genau, es war super, super kalt in Polen. Und da, wo wir hin wollten, nach Masuren und dann sich an die Ostseeküste, war sehr, sehr schlechtes Wetter vorausgesagt. Also wir hatten Regen, Wind und 15 Grad. Das war uns zu kalt. Und deswegen dachten wir, wir fahren nach Kroatien. Und wie wir hierher gekommen sind, das zeigt euch Ofe jetzt. Genau. Aber jetzt essen wir erstmal schön Chivapchichi, weil das war mir ganz wichtig. Alles klar, Ofe. Ja, ich habe schon wieder Hunger. Danke für die Frage. Okay, jetzt noch mal etwas ausführlicher. Wir haben festgestellt, dass in Danzig und Masuren, wo wir eigentlich hin wollten, in den nächsten Tagen nur Regen ist. 70-80% in den nächsten 4 Tagen. Und da haben wir natürlich keinen Bock drauf. Nee, ganz und gar nicht. Es war auch zu kalt. Richtig. Es ist zu kalt. Es war zu kalt. Und wir sind natürlich auch unterwegs, weil wir die Wärme suchen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, nach Kroatien zu fahren. Und zwar gibt es da einen wunderschönen Supercharger auch in Senj. Da fahren wir jetzt als Ziel mal hin. Wir sind oft schon in Kroatien gewesen im Urlaub, das hat uns immer sehr gefallen.
und wir möchten einfach noch ein bisschen baden. Ja, okay, viel Fahrerei, sind insgesamt über knapp 1100 Kilometer. Hier ist die Strecke, es geht hier hinten sind wir gestartet und dann fahren wir hier runter durch Tschechien, Österreich und hier geht es dann durch Slowenien und dann sind wir hier unten irgendwann in Kroatien. Das sind unsere Supercharger, Olomouc in Tschech, in der Tschechei, 6% sollen wir da ankommen. Dann sollen wir in der Wiener Neustadt laden, 40 Minuten Maribor, sollen wir 15 Minuten laden und dann kommen wir an. Nach knapp 11,5 Stunden soll die Fahrt dauern. Wir werden mal sehen, ich werde natürlich wieder die Supercharger anders fahren als das Navigationssystem es plant. Und wir werden immer ganz, ganz kurz nur davon berichten und damit es auch nicht so langweilig für euch ist. Ne? Hast du noch Lust? Zu fahren? Müssen wir jetzt durch, ne? Müssen wir jetzt durch, nützt nichts. Ja, zum Glück. Wer jetzt Paradies will, muss sich bewegen. Der muss warten. Der muss warten, genau. So war's. Alles klar. Das hier ist Ölmütz. Ölmütz in der Tschechei. Wir sind hier angekommen nach 334 Kilometern mit 7%, hatten einen Wattstundenverbrauch von 206 Wattstunden pro Kilometer. Die Sonne scheint. Wir laden jetzt. Nächste Station kommt gleich. Juli, 14.24 Uhr. Wiener Neustadt. Wir sind angekommen und hier sieht es ja aus wie auf der Baustelle. Hätte ich mir anders vorgestellt. Und wir sind gefahren. 262 Kilometer und haben 50,4 Kilowattstunden verbraucht. Immer noch Durchschnitt 192 Wattstunden. Wir sollen hier jetzt eine Stunde laden. Er haut auch schon ordentlich rein mit 112 und wir machen jetzt erstmal Mittag. Da ist so ein Billa, so ein Einkaufszentrum, da gibt es bestimmt irgendwas. Ja, so sieht es hier aus. Fängt auch wieder gleich an zu pusten. Donnerstag, 4. Juli 2019. Es ist 16.55 Uhr. Supercharger Maribor. Wir sind 204 Kilometer gefahren und kommen hier jetzt wieder an mit 20%, fangen an zu laden und er geht natürlich gleich hoch. 187 Wattstunden haben wir in der letzten Etappe gebraucht. Wir sollen hier jetzt laden und zwar ungefähr 40 Minuten, aber das machen wir nicht, wahrscheinlich, weil weit ist es ja nicht mehr. Hier ist ein Chemiker. Wir sind in Slowenien. Es ist immer noch der 4. Juli 2019. Wir sind hier in Karlovac. Das ist auch in Kroatien. Es ist 18.44 Uhr und wir sind 148 Kilometer gefahren. Eigentlich bräuchte ich nicht mehr laden bis nach Senj runter an die Küste. Aber wie immer muss ich nochmal. Und dementsprechend kurzer Stopp, ganz kurzer Stopp nur. Und guckt euch das mal an hier. Direkt an der Tankstelle. Ohne Ende Stalls. Da hinten auch noch mal zwei Ladestationen für Nicht-Tesla-Elektrofahrzeuge. Eine LPG gibt es da auch. Ja, alles, was man braucht. Weiter geht's.
Insgesamt sind wir gefahren 1071 Kilometer. Wir haben dafür knapp 10,5 Stunden gebraucht, glaube ich. Müsste ich gleich nochmal nachrechnen. Sonst blende ich das mal hier oben ein. Und sind gut durchgekommen. Mussten eigentlich nur 4-mal laden, sind aber 5-mal an die Ladestation gefahren. Aber das seht ihr jetzt gleich im Video. Ja, in Kroatien, da sind die Buchten immer versteckt und die Strände. Aber das Wasser ist glasklar. Das Wasser ist wirklich glasklar. Und heute ist gutes Wetter und kein Wind. Es wird schön, wieder schön baden. Ja, Leute, das haben wir uns verdient. Ich denke, hier beenden wir das Video jetzt und das neue mit der Rückfahrt von 1600 Kilometern kommt dann in einem nächsten Film. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben hier eine schöne Zeit. Die haben uns auch verdient. Ich bin Ofe von T&T Tesla und Rod on!